KinoCast. Hallo und herzlich willkommen hier zum KinoCast. Wir sind immer noch im Horror-Oktober. Hallo Kate. Hallo Erik. Bist sehr leise. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Hallo, hallo. Und lasst uns doch gleich mal starten mit unseren Filmen der Woche. Wir hatten in der Sneak Preview den Film Call Jane. Wurde der eigentlich getippt gehabt? Nee, der wurde nicht getippt. Nicht getippt, ne? Okay, dazu dann später noch ausführlichere Informationen über diesen Film. Dann haben wir noch gesehen im Heimkino The Good Nurse. Und ich habe mir angeschaut, im Westen nichts Neues. Und im Serienbereich geht es um The Bear. Den habe ich auch, die Serie habe ich auch gesehen, weil wir die in der nächsten Fortsetzung Folge besprechen. Chris hat sich die neue Star Wars Serie mal angeschaut, Tales of the Jedi. War ich ein paar Mal nahe dran, die zu klicken, habe es dann aber doch nicht gemacht. Mal sehen, was er sagt. Und ich habe mal bei The French Mans reingeguckt, auch auf Disney Plus. Ja, dann gibt es auch wieder eine Podcast-Empfehlung, nachdem ich ja letzte Woche eine hatte. Und diesmal auch wieder. Und ein Software-Tipp. Ja, das könnt ihr alles in der heutigen Folge erwarten. Aber zunächst mal Call Jane. Call Jane, Elizabeth Banks. Ja, spielt die Hauptrolle. Sigourney Weaver ist auch mit dabei. Und es spielt so 1968 oder so die Dreh rum. Also wir werden da so ein bisschen eingeführt in die Zeit. Und das Zeitkolorit, das passt auch ganz gut. Es beginnt so ein bisschen diese ganze Flower Power Bewegung. Da werden, komischerweise werden dort Hippies immer Yippies genannt. Ist dir das auch mal aufgefallen, Chris? Ja, irgendwie seltsam, ne? Ich weiß nicht, ob das vielleicht damals noch so war, dass man die da, dass man das so genannt hat und so, ob sich das vielleicht das später irgendwie geändert hat, keine Ahnung. Ja, jedenfalls in dieser Zeit, Ende der 60er Jahre, Vietnamkrieg und Friedensbewegung und ja, Hippie-mäßig und so. Es stand aber alles noch am Anfang und wir lernen dann halt die Elizabeth Banks kennen, die, sagen wir so, in einem gut situierten Haushalt lebt. Der Mann, der ist irgendwo Staatsanwalt und ja, seine Frau ist so ein bisschen das Hausmütterchen, wenn man es mal so nennen möchte. Da waren ja damals so fest vorgeschriebene Rollen, Klischeebilder. Die Frau bleibt zu Hause und kümmert sich um alles. Und ja, die haben auch eine Teenager-Tochter. Und ja, irgendwann, oder wir erfahren, dass die Elizabeth Banks schwanger ist. Und aber noch relativ am Anfang. Und sie hat dann aber plötzlich, dass es ihr schlechter geht immer mal. Und es wird dann halt festgestellt, dass sie ein Herzleiden hat, was bis dahin irgendwie nicht so erkannt wurde. Und dass eben die Schwangerschaft wäre sehr gefährlich für sie. Und damals war das mit dem Thema Abtreibung überhaupt noch nicht so gang und gäbe. Und auch nicht in medizinisch begründeten Fällen, sondern sie mussten dann von so einer Art Komitee und dort ihren Fall darlegen und dort haben halt alte weise Männer darüber entschieden, ob sie weiterleben darf oder ob das Kind Vorrang hat, so nach dem Motto, ne? Und es wird eben entschieden, dass ja, dass das Risiko akzeptabel wäre, dass sie dabei stirbt bei der Geburt, ja, bloß damit man halt eben diese Abtreibung nicht als Krankenhaus verantworten muss, weil man hat ja in der Geschichte des Krankenhauses gerade mal eine Abtreibung vorgenommen und das wäre auch schlechte Publicity und alles, ne? Ja, und da ist natürlich ihr Mann und sie sind dann natürlich ein bisschen, naja, ist aber jetzt nicht so, wie man denken könnte. Ich dachte, okay, jetzt beginnt bestimmt ein Rechtsstreit und das ist ein Gerichtsdrama und irgendwie ist es gar nicht, sondern sie sieht dann halt irgendwann mal so einen Zettel irgendwo oder sie informiert sich erstmal, wo sie eine Abtreibung illegal durchführen lassen kann, weil sie will das Risiko einfach nicht eingehen. Und bei dem ersten Versuch, da führt sie es nicht durch, weil ihr das alles zu suspekt ist. Und ja, bei dem zweiten Versuch lässt sie es halt dann machen und sie trifft dann auf so eine Gruppe von Frauen, deren Schicksal sie verbindet. Die hatten alle irgendwie Abtreibungen und sie organisieren das halt auch für andere Frauen, die eben in der Not eine Abtreibung brauchen und sie werden halt wirklich überfordert mit Anfragen,
Weil ich hatte ja vorhin schon kurz die Zeit eingeordnet. Das ist so der Beginn der sexuellen Befreiung und Hippietum und so weiter. Und da wurde natürlich auch viel... Hippietum. Ja, fand natürlich auch viel mehr Geschlechtsverkehr statt auf diversen Festivals und sowas. Also natürlich auch viel mehr Sachen passiert dann. Und ja, gerade auch die damalige Zeit, viele in Geldnot oder irgendwas. Und ja, aber es war halt gesetzlich überhaupt noch nicht vorgesehen, dass sowas durchgeführt werden kann, straffrei. Und sie rutscht dann so ein bisschen als konservative Hausfrau da so ein bisschen in diese Kreise rein. Sigourney Weaver ist da auch sehr überzeugend als die Leiterin dieser Gruppe. Und ja, sie hilft dann anfangs mal mehr oder weniger unwillig mal mit aus, weil sie mal eine, in Anführungszeichen, Patientin irgendwo hinfahren muss. Und später rutscht sie dann immer tiefer rein in die Kreise und hilft dann auch mit. Und ja, verheimlicht das vor ihrem Mann und ihrer Tochter. Und irgendwann, ja, man kann sich ungefähr denken, in welche Richtung das geht. Und ich würde ja mal sagen, nachdem wir letzte Woche das Thema mit der schwulen Rom-Com hatten, diese Woche ein Thema mit Abtreibung. Ich würde sagen, die konservative schwäbische Seele wird hier in der Sneak Preview arg gebeutelt. Also da muss ich aber gleich mal widersprechen, weil wenn du überlegst, in welcher Stadt du lebst oder in welchem Einzugsgebiet du lebst, Stuttgart ist ziemlich bunt und ziemlich weltoffen. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich würde mal, wenn du ein bisschen raus ins Ländle gehst, würde ich mal sagen, die Leute, die beim letzten Mal hinter uns gesessen haben, die dann gesagt haben, so eine Schweinerei. Ja. Nee, aber du weißt. Du auch nach Ostdeutschland fahren und du kannst froh sein, wenn sie das Hund nicht einschlagen. Also von dem her. So, genau. Genau, aber sind okay. Welche rausgegangen, ne? Oh, ja. Bei Call Jane? Ja. Ja. Mhm. Echt? Bin ich mir. Ja. Hab ich gar nicht seitlich, sondern durch diesen Exit vorne. Das sind tatsächlich welche rausgegangen. Ich kann es auch komplett nachvollziehen, weil der erste Teil des Films ist schon ziemlich krass. Ja, ja. Ja, und vor allem, ich fand auch die Stimmung des Films irgendwie weird. Da sind einerseits sehr dramatische Szenen, die quasi in der Persönlichkeit der Figuren doch einen ganz schönen Einschnitt bedeuten. Und die werden dann so ein bisschen lustig gemacht. Und da ist halt so ein Humor drin, ne, der irgendwie sehr abgefahren ist. Aber der funktioniert. Ja, und ich glaube, dass die das teilweise damals auch gar nicht anders hinnehmen konnten als so. Dass das schon relativ authentisch war. Weil, und das, was hast du denn als Frau anderes zu sagen gehabt dort? Hast ja doch, war, die beste Szene war doch in diesem Raum, wo es darum ging, ob man eine medizinische Abtreibung bei ihr vornimmt oder nicht. Sie saß mit dabei und ein Raum voller Männer hat entschieden über ihren Körper und hat sich über sie unterhalten, als wäre sie nicht mal anwesend. Wie soll man das denn anders in dieser Zeit ertragen haben, als mit einem ticken Humor als Frau? Was sie auch sagt, ich kann's nachvollziehen. Da. Also in der einen Szene sagt sie ja, ich bin übrigens anwesend. Das genau. Geht dann auch. Und es wird komplett ignoriert von den Männern. Das fand ich aber gerade so super spannend in dem Film, weil das, was am Anfang so, also mir wurde auch kurz ein bisschen anders dann zu Beginn, weil ich gedacht habe, hoppala, die Waldfee, das geht aber in eine ganz, ganz gewaltige Richtung hier gerade. Du hast schon nicht gedacht, dass ich sage, ich will gleich gehen, oder? Nein, das ist ja, wer ist gegangen? ja, da kommt wie war das die seelische Konservative? Jetzt habe ich schon dafür Zeit, da kann man es auch googeln. Oh ja, genau. Der Film hat da eine ganz interessante, spannende Wendung, wie ich finde, genommen, auch von der Entwicklung der Charaktere her. Weil sie wurde ja wirklich reingezogen in diese Gruppe Called Jane. Einfach mit diesem, also da fand ich diesen Anruf von Sigourney Weaver so super bei Elizabeth Banks. So, ja, und wir bräuchten da jemanden. Ah ja, vielen Dank, dass du es machst. Tschüss, ade. Bumm, und aufgelegt. Weil sie genau wusste, damit kriegt sie die. Wen wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, ist übrigens Kate Mara als Nachbarin. Ja. Die, wie ich finde, echt irgendwie alt geworden ist. Was mich echt so ein bisschen schockiert hat im ersten Moment. Aber vielleicht war sie auch darauf getrimmt. Sei es drum. Wie gesagt, es entwickelt sich nach dem Anfang, wenn man den hinter sich gebracht hat, wenn man den überstanden hat, ohne rauszugehen, entwickelt sich eine extrem
interessante und sehr charmant behaftete Geschichte, wie eben Joy durchs Leben geht und dann eben auch bei Call Jane, bei der Gruppe, eine sehr, sehr tragende Rolle einnimmt. Also sei es mit Dr. Dean, dass sie da von dem sich Sachen zeigen lässt und da so ein bisschen auch auf die Hintergründe achtet. Und also ganz arg vieles, was da, wie ich finde, sehr gut reingebracht wurde, was sehr gut geschauspielert wurde im Endeffekt auch. Und was auch glaubhaft war. Das fand ich noch mit das wirklich imponierendste eigentlich fast. Ich habe das denen komplett abgekauft. Ich habe mich gefühlt, als ob ich komplett auch in dieser Welt jetzt mit drin bin und einfach da diese Geschichte in der Zeitkapsel nach was, Chicago war es, glaube ich, ne? Chicago 1968 wirklich mit drin hocken und da voll dabei bin. War schon, also das Zeitkolorit, das haben die echt gut eingefangen, also bis hin zum Set-Design und alles, ne, das hat richtig, richtig gut gepasst und auch musikmäßig. Ich wusste halt am Anfang auch noch nicht so recht, was ich von diesem Film halten soll, weil das so, also eine komische Atmosphäre war und ich dachte erst, okay, das wird jetzt irgendwie so ein Gerichtsdrama oder so, dass sie, was weiß ich, bei der Geburt dann verstirbt und dann, weil der Mann ja auch Staatsanwalt ist, dass er dann quasi den Fall irgendwie übernimmt oder irgend sowas. Ja, aber diese Wendung, die der Film genommen hat, mit dem, dass sie sich dann engagiert in dieser Gruppe, das hätte ich so nicht kommen sehen und fand das eigentlich sehr interessant und cool gemacht, wie sie da so reinrutscht. Es waren für mich ein paar Storys, Entschuldigung, ein paar Storyteile drin, die irgendwie nicht so gut ausgearbeitet worden oder wo ich das Gefühl hatte, oh, jetzt fehlt mir irgendwie noch ein Abschluss von diesem oder jenem Teil. Also wird die ganze Zeit erzählt zum Beispiel, dass sie da von der Mafia gefundet werden und müssen bei der Mafia Geld abgeben und dann machen sie auf einmal ihr eigenes Ding und dann ist das Thema gar nicht mehr dabei. Also normalerweise in solchen Filmen, ja, da steht dann immer mal noch jemand vor der Tür und sagt, jo, gib mal her. Und auch als sie den Arzt da ein bisschen absägen, dass der das sich einfach so hat gefallen lassen, hat mich auch gewundert. Ja gut, aber der hatte auch schlechte Karten. Nur, dass man so sagen kann. Was meinst du da? Naja, das würde jetzt halt auch relativ vom Film, glaube ich, etwas spoilern, aber einfach die Position, die er inne hatte und die Gegebenheiten sowie die monetäre Situation, nennen wir es doch mal so. Ja. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Vielleicht war das der Grund. Aber ich fand auch die Rolle ihres Mannes irgendwie sehr kurios, irgendwie so nicht gut ausgearbeitet im Drehbuch. Da war so, ja, das war immer so ein bisschen wechselhaft, ja. Einerseits hat er so gesagt, als es darum ging, dass seine Frau vielleicht verstirbt bei der Geburt, hätte ich eigentlich erwartet, dass er ein bisschen mehr für sie kämpft, auch mit seinen Mitteln als Staatsanwalt oder so. Und dann nicht einfach so, ja, okay, dann ist es halt so, ne? Also ich meine, was ist das für eine Pfeife? Also echt mal. Das habe ich mir aber auch gedacht, ja. weil der war ja erst dafür, dass man das beantragt und so. Und als sie dann mit der Geschichte ums Eck kam, warum sie das Kind verloren hat oder angeblich verloren hat, ja, genau, war seine erste Aussage, ich möchte mit dem Arzt sprechen. Genau. Das war so komisch. Ja, sei doch einfach froh, dass deine Frau leben wird. Ja. Hinterfrag's doch einfach gar nicht. Genau. Das habe ich dann nicht verstanden. Ja, genau, das meine ich also, dass dann dieses, ja. Hä? Also da müsste sich doch eigentlich jetzt gerade freuen, dass das Thema jetzt erledigt ist und ja. Naja, sehr, sehr seltsam. Ja, was heißt freuen? Also ja. Er hat sich auch auf das Kind gefreut, deswegen. Aber ja, aber mit dem Hintergrund, dass er ja eigentlich erst auf ihrer Seite stand, zu sagen, ihr Leben ist erstmal wichtiger, weil sonst würde er ja im schlimmsten Fall mit einem Teenager und einem Neugeborenen alleine dastehen. Kann er nämlich seine Arbeit vergessen, da wo immer, außer Haus. Genau. Und klar ist es schade, aus seiner Sicht natürlich, aber dann zu sagen, ich möchte mit deinem Arzt sprechen,
einfach zu sagen, erkenne auch einfach ihr Glauben und sagen, okay, das ist furchtbar, sag, wenn du was brauchst und keine Ahnung, ja. Aber das so zu hinterfragen, weiß ich nicht. Das fand ich weird. Ja, das war ein bisschen nicht konsistent, die Art und Weise, wie er damit Ja. umgegangen ist. Und ja, auch die Tochter, das war irgendwie komisch. Ja, also, als sie das dann erfahren hat, auch und so, was die Mama macht. Naja, aber trotzdem, also für die Sneak war das ein ganz okayer Film, fand ich. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Also, ich kannte den Film nicht. Das war halt wirklich mal ein richtiges Sneak. War jetzt auch keiner, den ich bei meinen Tipps irgendwie mal durchgelesen hatte, um was es da geht oder so. War eine richtige Überraschung und dahingehend denke ich mal, ganz okayer Film. Haben wir noch Ja, irgendwas? Muss noch was gesagt ganz werden okay. zu? Auf Film trifft es ganz gut. Also, ich Ja. fand ihn sehr, sehr cool. Ja, Wie von gesagt, mir. wenn man den ersten Teil hat, dann Was gibt's geht er denn an richtig ab. Punkte, Chris? Ich habe ihn bei tatsächlich 8 von 10 Punkten. Ich gebe 7. Und Kate? Ich bin auch bei 7. Okay, dann trage ich das mal ein. Alles Ihr klar. habt ja keine Ahnung. Wir sind doch ganz nah beisammen Ich hier. gucke auch gerade mal in unserer Auswertung auf Facebook. Da sind wir uns auch alle einig. Also die meisten Punkte gehen an 7, dann gefolgt von 8 Punkten und dann 6 und 5. Und es gibt nur Daumen hoch, also nur Weiterempfehlungen. Kein Negativ. Cool. Bei 14 Leuten haben abgestimmt bei Gefällt mir. Das ist auch wenig dafür, dass der Saal relativ gut gefüllt war. Was ist da los, Leute? Also. Ja. Ja, aber trotzdem kein einziger negativer Abstimmungspunkt, ne? Also ist auch schon gut. Wenn du einmal in der Gruppe bist, wie sieht denn der Tipp für morgen aus? Und ist da schon was Der eingegangen? Tipp lautet kühles Blondes. Und abgegeben wurde einmal der Tipp Amsterdam, weiß ich nicht, um was es geht, und Shattered, gefährliche Affäre. Bei Amsterdam Das klingt weißt du nicht, irgendwie um was es geht. Horror, oder? Den Film will ich eigentlich sehr gern sehen. Ich glaube, ich hatte da auch schon mal einen Trailer. Das ist der neue mit Christian Bale und Margot Robbie, der Film. Da geht es darum, dass sich irgendwelche in Amsterdam das erste Mal getroffen haben oder kennengelernt haben, die dann später wieder zusammenfinden und dann werden die von irgendjemandem dann gejagt. Der Trailer sieht saugeil aus. Das ist der neue David O. Russell-Film, der ja hier The Big Short und sowas gemacht hat. Ist es Horror oder Nein, ist nein, das nein. Shuddered? Das ist genau so ein, Okay. ja, amüsant spannender Film, würde ich sagen. Trailer sieht saugeil aus. Ich weiß nicht, was mit kühlen Okay. Blonden zu tun hat. Gibt es irgendein Bier, was Amsterdam heißt oder so? Ich weiß es nicht. Bestimmt gibt es ein Bier, was Amsterdam heißt. Aber ja, deswegen mein Tipp war ja, was hatte ich getippt? Shattered, gefährliche Affäre, genau. Ja. Da geht es halt wirklich um so ein, in Anführungszeichen, blondes Gift, um so eine blonde Frau, die dann irgendwelche Leute verführt und irgendwo reinreitet und so. Und könnte ein bisschen Okay. eher passen. Mal schauen. Wäre auf jeden Fall, ich habe es ja auch schon geschrieben, 92 Minuten mal ganz angenehm. Montagabend mal nicht so ein 2 bis 3 Stunden Brett hier. Ja, dann ist am 1.11., also am Dienstag Feiertag. Ja, dann kommt mal was Kurzes, wenn man mal ausschlafen könnte. Stimmt, Naja. Dienstag ist der Feiertag. Okay, dann ja, gucken wir doch mal, was da in den Charts enthalten ist und was bei den Neustarts dabei ist, jetzt in der Ferienwoche hier zumindest im Ländle. Kinocharts und Neustarts. So, Platz Nummer 5, Smile. Siehst du es auch? Junge, jetzt bin ich wach, der Trailer hat mir gerade richtig ins Ohr War das so gebrüllt. laut? Oder ist Ja, mal. Platz Nummer 4, Bros. Den hatten wir in der Sneak. Dann Platz Nummer 3 ist der Nachname. Auf Platz Nummer 2 haben wir Black Adam. Habt ihr schon irgendwas gehört? Ich kenne irgendwie niemanden, der da drin war in dem Film, aber irgendwie scheinen ja ein paar Leute reinzugehen. Also, ich würde ihn schon gerne sehen, muss ich immer noch sagen. Ich reiz da. Und Platz Aber ja. 1, Rheingold über Xatars Weg vom Ghetto an die Spitze der Musikcharts. Na gut, das Thema hatten wir letztes Mal. Ich leg mich da, ich trete da nicht ins Ich habe zu Fettnäpfchen. diesem Thema keine Meinung. Ich trete da nicht ins Fettnäpfchen bei solchen gewaltbereiten Rappern hier. Okay, so, was haben wir denn an Neustarts hier? Black Panther 2, oh, da wird ja überall beworben. Das ist ja voll krass, ey. Jedes Mal.
kriegst irgendwelche Trailer irgendwo reingespült, wenn du Twitch irgendwo anmachst, Fernsehen, YouTube, alles, Radio sogar. Hm. 161 ja. Minuten. Boah. Ja, aber der startet ja offiziell dann auch erst am 9., deswegen ist wieder eine irgendeine Pre-Preview wahrscheinlich. Aber in meiner Bubble auf Twitter waren schon einige gute Rezensionen dabei. Also da gab es okay. schon irgendwie Presse-Previews oder irgend sowas. Hm. Also ich habe den Titelsong von Black Panther jetzt gehört, von Rihanna gesungen. Furchtbar, furchtbares Gejammer, oder? Ich habe selten jemanden so gelangweilt in ein Mikrofon reinsingen. Oh, ey, ich habe den... Meine Fresse. Da kam gestern irgendwo... Hi, ich bin Rihanna und ich mache jetzt einen Song für diesen Film Black Panther. Okay. Ebenfalls startet. Ich muss den Song auch mal anhören. Kannst du ihn heute als und das Hexenschloss nehmen. Zweiter Kinofilm mit Michael Bulli Herbig als Schreckensgespenst. Hui Bu. Mhm. Amsterdam startet. 134 Minuten. Starbesetztes Drama von David O. Russell mit Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Robert De Niro und so weiter und so fort. Dann startet ebenfalls Tenor, eine Stimme, zwei Welten, ein Drama, ein Feel-Good-Film, aber Drama über einen Rapper, der jedoch als Opernsänger eine Chance erhält. Okay, ich hätte es lieber andersrum, ein Opernsänger, der rappt in einem Film, aber... Und schau jemand, doch mal das drüben, fick deine Mutter, du Hure. Nein. The Devil's Light, ein Horrorfilm über eine Nonne, die sich aus persönlichen Gründen zur Exorzistin berufen fühlt. Der passt doch in den Horror-Oktober. Ja, vielleicht passt der ja irgendwie. Vielleicht ist das ein kühles Blondes. Ah. The Ambush, ein Actionfilm über eine waghalsige Rettungsaktion dreier Hilfskräfte im Jemen. Mhm. Und ich nehme an, die Reihe Best of Cinema schlägt zu mit Bodyguard, weil der kommt nämlich ins Kino. And I will always love you. Also du ich glaube, dass wir nicht GEMA zahlen müssen. Ne? Ich glaube, das kennen den Film kennen so ziemlich alle, glaube ich. Also ja, Kevin Costner und das Musical. Whitney Houston, das Musical kennen, glaube ich, nicht alle. Hm. Eine bayerische Komödie um einen herrlichen Wettstreit unter Bestattern. Wer gräbt den Bestatter ein? Ah, das klingt lustig. Ja. Das klingt lustig. Menschliche Dinge, ein Thriller mit Charlotte Gainsbourg, basierend auf dem gleichnamigen Bestsellerroman. Aha. Ist das auf einem Filmplakat absichtlich so dargestellt? Ich weiß es nicht. Lassen wir das mal so stehen. Wir sind dann wohl die Angehörigen, ein Drama, ein subtiles Drama, das die Entführung von Jan-Philipp Reemtsma aus der Sicht seines Sohnes und seiner Frau schildert. Mhm. Land of Dreams, ein satirisches Porträt der widersprüchlichen amerikanischen Gesellschaft von Regisseurin Shirin Neshat. Der Russe. Und dann, ah, da kommt auch ein richtig cooler Film gleich. Jetzt haben wir, der Russe ist einer, der Birken liebt. Drama von Pola Beck nach dem Bestseller von Olga Gryaznova. Über eine junge Deutsch-Jüdin auf der Suche nach sich selbst. Mama Mu und die große Welt. Ja. Ein Animationsfilm, geht gerade mal eine Stunde, ist ja was für die ganz Kleinen. Ein weltreisender Storch kommt auf einen Bauernhof und da stellt sich für Mama Mu die Frage, was ist eigentlich zu Hause? Wie kann sie sich sicher sein, dass die Wiese und der Bauernhof, auf dem sie jetzt ist, wirklich ihr Zuhause ist? Was ist, wenn es irgendwo anders in der großen, weiten Welt etwas Besseres gibt? Und dann haben wir noch ein deutsch-belgisch-italienisch-luxemburgisches Drama mit dem schönen Titel Io sto bene, was am Ende bleibt. Alles aber klar. Da ja gut, nicht der Rest sind Dokumentarfilme. Ich werfe mal ganz einen kurzen Blick über den Teich, was da so gerade performt. Black Adam ist dort Platz 1 der Kinocharts. Und Ticket to Paradise, Platz 2 sind die Latest Dailies. Und dann einer, Pray for the Devil. Ist das unser Nonnenfilm hier? Nee, ist ein anderer. Ach doch, nee, das ist der. Der heißt im Original Pray for the Devil. Pray mit E, also nicht
nicht beten, sondern pray wie Beute. A nun prepares to perform an exorcism and comes face to face with a demonic force with a mysterious ties to her past. Okay, Smile ist da auch noch drin und Halloween Ends. Also sind ja außer Ticket to Paradise und Black Adam nur Horrorfilme in den US. Also die leben den Horror-Oktober richtig schön. Ja. Okay, und Top-Movie auf Netflix, übrigens am 29. Oktober gestern, ist The Good Nurse. Platz 2 ist The School for Good and Evil und zu Good Nurse wird uns gleich die Kate was erzählen. Ganz genau. Ich habe mir den nämlich angeguckt gestern, weil ich die Besetzung extrem interessant fand und es auf einer wahren Begebenheit beruht, was mich ja grundsätzlich immer triggert bei sowas. Und bei The Good Nurse geht es um Eddie Redmayne und, wie heißt sie denn? Jessica Chastain, genau. Die zusammen in einem Krankenhaus arbeiten. Und zwar auf der Intensivstation in der Nachtschicht. Also sie arbeitet dort und er kommt dann als neuer Kollege hinzu. Und sie hat so Struggle mit ihrem Leben. Sie ist krank. Am Anfang ist nicht ganz klar, was sie hat, aber das kommt dann über den Film hinaus raus, was ihr Problem ist. Und hat dazu noch zwei Kinder und ist alleinerziehend, weshalb sie auch die Nachtschicht arbeitet, damit sie tagsüber eben zu Hause ist und sich um die Kinder kümmern kann, wenn die nicht in der Schule sind und so. Genau, und sie kämpft sich da halt durch ihren Tag durch und dann kommt der neue Kollege dazu, der sehr schüchtern erscheint, auch sehr ruhig ist und ein bisschen unscheinbar, der nicht ganz so viel von sich erzählt, aber scheinbar sehr viel Erfahrung hat, weil er schon in verschiedenen Krankenhäusern gearbeitet hat. Und plötzlich fängt es an, dass nachts oder auch tagsüber Patienten, um die sie sich beide gekümmert haben oder auch nur sie sich gekümmert hat, in der Nacht versterben und das dann irgendwie unerklärlich eigentlich ist, weil die eigentlich auf dem Weg der Besserung waren oder eigentlich gar nicht so, sie lagen zwar auf der Intensivstation, aber waren eben nicht mehr in so einem kritischen Zustand. Und sie findet dann raus, dass es wohl eine Fehlmedikation gab. Bei dem ersten Patienten, den sie da versorgt hatte, der hatte nämlich plötzlich Insulin im Blut, obwohl er kein Diabetiker war und auch eigentlich kein Insulin hätte kriegen sollen. Und anhand der Blutwerte erkennt man wohl, dass es kein körpereigenes produziertes Insulin ist, sondern eben künstlich zugeführtes ist. Da Insulin relativ spät wirken kann, wenn es verdünnt ist, kann es halt auch sein, dass der Patient dann erst über Tag verstirbt, obwohl er es nachts zum Beispiel verabreicht bekommen hat. Und das findet sie dann schon seltsam. Und dann kommen plötzlich Polizisten auf sie zu, weil das Krankenhaus hat auch festgestellt, dass was nicht in Ordnung ist, können aber niemandem irgendwas nachweisen. Und man hat wohl, also in den USA ist es wohl so, dass die dann gezwungen sind, das Gesundheitsamt zu informieren, beziehungsweise das Gesundheitsamt sagt halt, ihr müsst da vorgehen und ihr müsst das klären lassen von der Polizei. Also das Krankenhaus verpflichtet, die Polizei zu informieren. Lässt sich damit aber ganz schön Zeit und gibt auch nicht alle Informationen raus, um eben ihren eigenen Ruf zu schützen, weil von den Familien selber ja keine Rückfrage kam. Es ist ja nur eine interne Ermittlung gewesen, die aber dazu geführt hat, dass eben was unnormal erschien. Und dann müssen sie handeln. Auf jeden Fall haben wir dann die Polizisten, die halt eben dann das Personal überprüfen und so und eben auf den neuen Krankenpfleger aufmerksam werden und feststellen, dass er halt in den letzten Jahren in 9 verschiedenen Krankenhäusern gearbeitet hat und immer aus dubiosen Gründen das Krankenhaus verlassen hat. Und wir gehen dem Ganzen dann halt nach und sprechen eben auch mit den anderen Kollegen von ihm und unter anderem auch eben mit Jessica Chastain. Und sie versucht dann da auch ein bisschen mehr was rauszufinden, denn das Problem ist, die beiden haben sich angefreundet.
Er weiß über ihren Gesundheitszustand Bescheid, hält da auch dicht und hilft ihr auch. Und eigentlich sind die beiden Freunde. Und es fällt ihr dann natürlich schwer rauszufinden, ob da mehr dahinter steckt, ob das nur Gerüchte sind oder ob das wahr ist. Und als sie dann rausfindet, dass es wahr ist, dass er da was mit zu tun hat, ermittelt sie halt auch gegen ihn und hilft der Polizei. Und ja, das Ende ist sehr, sehr erschreckend, denn wie gesagt, es ist eine wahre Geschichte. Er hat es an mehreren Morden beteiligt, also beziehungsweise er hat mehrere Morde begangen. Wie viele es im Endeffekt waren, weiß man bis heute nicht. Ja. Er hat sich, glaube ich, für 25 oder 29 Tode verantwortlich gemeldet, aber es können halt weit über 100 gewesen sein. Das weiß man halt bis heute nicht. Und das ist extrem düster gespielt. Es ist sehr, also es ist leise. Das ist, also anders kann ich den Film nicht beschreiben. Er ist sehr leise, aber trotzdem bildstark. Und dieser Konflikt in ihr und mit der Freundschaft, die sie eigentlich ja für ihn hegt, und ihrem Struggle mit ihrer Krankheit und so. Das ist extrem gut dargestellt. Also der Film ist top besetzt, und Eddie Redmayne mal in einer anderen Rolle zu sehen, in so einer leicht schon psychopathisch anhauchenden Rolle zu sehen, war sehr, sehr cool. Also ich kann den Film nur empfehlen. Ja. Okay. Puh, ich weiß bloß jetzt nicht so recht, ob das was für mich ist. Ich glaube, mal sehen. Vielleicht gucke ich mal rein. Ja, reißt mich jetzt storymäßig nicht ganz so vom Hocker, oder mal gucken. Ich habe noch was geschaut, nämlich Im Westen nichts Neues. Das sagt euch ja bestimmt was. Musste man in der Schule das Buch lesen eigentlich noch? Ist es noch Thema, Chris? Oder? Also in der Realschule nicht, und Gymnasium, habe ich das damals gelesen? Bei mir damals nicht gelesen. Okay. Deswegen. Also ich habe es im Gymnasium gelesen. Ich habe es gerade, ihr könnt es natürlich nicht sehen und im Podcast auch nicht, ich habe gerade live in der Hand. Das ist mein Buch, was ich damals im Gymnasium hatte. Das habe ich tatsächlich immer noch, weil mir das Buch sehr, sehr gut gefallen hat, wie es beschrieben war von Erich Maria Remarque. Der Schriftsteller hat ja damals war selber im Ersten Weltkrieg und hat dann im Lazarett angefangen, das Buch zu schreiben. Und das gab es auch schon, glaube ich, zwei Verfilmungen. Eine war irgendwie so 1930 oder so, die war auch im Oscar-Rennen drin. Hat, glaube ich, ein oder zwei Oscars gewonnen damals. Und ja, dann wurde das in der Nazi-Zeit das Buch verboten, weil natürlich der Erste Weltkrieg hier nicht als heroische Leistung der deutschen Kämpfer da, der deutschen Soldaten dargestellt wird, sondern wie es halt tatsächlich ist im Krieg. Es ist halt alles scheiße da und keiner will den Krieg. Und und deswegen, dieses Buch ist halt sehr, sehr eindringlich. Hier steht auch auf der Rückseite drauf, ein Stück Literatur, dem die Jahrzehnte nichts anhaben konnten, weil aus ihm eine Menschenstimme spricht, die sich bemüht, gefasst über Unmenschliches zu sprechen. Und das ist halt immer noch aktuell. Und dass jetzt diese neue Verfilmung gekommen ist, zeigt das eben auch. Denn man kann jetzt auf Netflix den Film Im Westen nichts Neues schauen. Der hatte einen begrenzten Kinostart. Den hatten wir auch bei den Neustarts mit drin gehabt. Wahrscheinlich, damit er eben mit ins Oscar-Rennen gehen kann, muss er ja im Kino gelaufen sein. Und jetzt kann man den aber relativ frühzeitig nach dem Kinostart schon auf Netflix sehen. Und das würde ich eigentlich fast jedem empfehlen, sich diesen Film mal anzuschauen. Der ist zwar auch so ein typischer Sneak-Film, so 2 Stunden und, den man da hat. Und die sind sehr eindringlich, also die fühlen sich echt viel länger an, weil das, was man da sieht, ist wirklich sehr, sehr heftig teilweise. In dem Film werden wir eigentlich sofort, oder nein, nicht ganz sofort, am Anfang gibt es so ein paar ruhigere Szenen, wo man fast schon sphärische Klänge hört, man sieht irgendwelche Aufnahmen von Wäldern und irgendwie so ein Fuchsbau, wo so eine Fuchsmutter mit ihren Jungen drin liegt, und man hört dann aus der Ferne schon so das dumpfe Donnergrollen der Front, und dann werden wir auch relativ schnell reingeschmissen in das Frontgeschehen, sehen dort einen jungen Soldaten, der ins Feuer geschickt wird und dem seine, oder nachdem dann die Kampfhandlungen erstmal gestoppt sind, werden ja immer die Toten dann wieder eingesammelt von den neutralen Zonen zwischen den beiden Schützengräben, und wir
verfolgen so ein bisschen den Weg der Leiche und das Ganze auch untermalt mit einer sehr eindringlichen, unerwarteten Musik, denn das war eher sehr elektronisch. Das hat mich fast ein bisschen erinnert an den Film Arrival, wo immer dieses von Johan Johansson, die Musik war dieses so dieses ganz tiefe. So ungefähr ist es hier auch. Und wir verfolgen dann, wie eben die Leiche entkleidet wird und diese Kleider werden alle gesammelt, gewaschen, wieder aufbereitet und diese Uniformen gehen dann wieder nach Deutschland und werden dort neuen Rekruten gegeben, die dann auch wieder ins Feuer geschickt werden. Und da gibt es eine kurze Szene, wo wir unsere Hauptprotagonisten des Films halt sehen. Die sich freiwillig melden, zur Front, an die Front zu gehen. Und der eine verheimlicht sogar sein wahres Alter, weil mit 17 hätte er eigentlich noch gar nicht hingehen dürfen, hätte eine Unterschrift von Eltern gebraucht, die er nicht bekommen hätte. Also der Paul Bäumer, der auch im Buch die Hauptrolle ist, ist hier auch. Übrigens ein paar Darstellernamen, also Felix Kammerer in seiner ersten großen Rolle, Albrecht Schuch, der hat zum Beispiel bei Bad Banks mitgespielt, Aaron Hilmer, Moritz Klaus, in Nebenrollen Edin Hasanovic, echt coole Rolle hier. Daniel Brühl in einer Nebenrolle, David Striso heißt er, in einer Nebenrolle und etliche, die man schon aus irgendwelchen anderen Filmen kennt. Und wir sehen halt dann den Schrecken dieses Ersten Weltkrieges von dem euphorischen Aufgepeitschen, wo sie nochmal von dem Direktor an ihrer Schule nochmal so aufgepeitscht werden, dass sie jetzt die goldene Generation sind, die den Sieg bringt und die sind alle total verblendet und freuen sich dann, ihre Sachen zu bekommen und werden dann an die Front geschafft. Und da ist dann relativ schnell dann schon die Ernüchterung, denn da ist nicht so, wie es zu Hause gesagt wird. Und es sterben Menschen, es sterben Freunde, es gibt Verstümmelungen, es gibt dann auch immer wieder diese Langeweile, wo nichts passiert, wo man einfach drauf wartet und dann plötzlich passiert wieder irgendwas und das stellt dieser Film wieder sehr eindringlich dar. Ist natürlich, ich bin jetzt einer von denen, die sagen, ja, das Buch war besser, weil in dem Buch kommt noch wesentlich besser raus, wie am Anfang diese Verblendung stattgefunden hat von den jungen Menschen, diese ganze Propaganda, wie die verfangen hat. Dass halt wirklich sich junge Menschen für den Krieg freiwillig gemeldet haben und immer wieder neue Generationen, wenn schon wirklich Hunderttausende gestorben sind, trotzdem noch die nächste Generation da mit wehenden Fahnen in den Krieg gezogen ist und diese Propaganda, die hat halt extrem gut funktioniert und das wird in dem Buch sehr, sehr gut dargestellt, wie das gemacht wurde, was im Film nur eine sehr kurze Sequenz ist. Also wir sehen die jungen Freunde, wie sie da in ihrer Heimatstadt sich unterhalten und dann relativ schnell sich melden, das kommt im Buch wesentlich besser raus. Und was der Film aber viel eindringlicher macht, ist eben auch diese Schrecken des Krieges auch bildlich zu zeigen und gerade bis hin dann zu Thema wie Gasangriffe und sonst was. Also ein sehr, sehr heftiger Film, der auf dem großen Fernseher hier in UHD und so HDR richtig gut wirkt und die Musik ist der Wahnsinn, ja, aber sehr, sehr, ein sehr eindringlicher Film. Also man sollte schon ein bisschen gefestigt sein, um diesen Film anzuschauen, diese Schrecken zu sehen. Aber vielleicht gerade auch in der heutigen Zeit ist es gut, so einen Film im Programm zu haben, um einfach mal zu zeigen, wie furchtbar das sein kann und dass man lieber das irgendwie am Verhandlungstisch klären sollte, anstatt die Waffen sprechen zu lassen. Ja. Also von mir eine absolute Empfehlung. Ich denke, der geht auch mit Sicherheit ins Oscar-Rennen. Entweder als bester ausländischer Film oder sowas, also hat auch, denke ich, sehr, sehr gute Chancen. Von mir 9 Punkte. Ui. Und ja, hat mich sehr bewegt, ich fand ihn gut, hat natürlich Defizite gegenüber dem Buch, aber ist bis jetzt meines Erachtens die beste Verfilmung von dem Stoff, weil die vorhergehenden 2 Verfilmungen, die konnten das nicht ganz so rüberbringen, jetzt mit den neuen Mitteln, die es gibt und auch mit dieser, ich nenne es mal Modernisierung, also es wirkt nicht mehr so altbacken wie die vorhergehenden Verfilmungen, sondern es wirkt wirklich sehr modern, ohne halt das ein bisschen außer Acht zu lassen, dass das alles eben schrecklich gezeigt wird. Es sieht jetzt nicht irgendwie, es gibt ja manchmal an Kriegsfilmen oder Antikriegsfilmen, da ist manchmal so eine schwimmende Grenze, dass möglicherweise die das geil finden, die es halt geil finden, ja, aber hier wird halt wirklich
kein Deut dran gelassen, dass es alles ganz, ganz furchtbar ist. Und da gibt es wahrscheinlich niemanden, auch noch so die größten Kriegsfanatiker, die den Film irgendwie abfeiern könnten, sondern es wird halt wirklich sehr heftig gezeigt. Deswegen gibt es auf Netflix, wer Netflix hat, kann sich das mal anschauen, diesen Film. Und vielleicht. Ich habe mal eine Frage. Ja, schieß los. Weil du sagst, das Buch ist besser. Ja. Gibt es irgendeinen Film, der besser ist als deine Buchvorlage? Ich würde sagen schon. Gibt's bestimmt. Das ist doch eigentlich der häufigste Satz, der gesagt wird, aber das Buch war besser. was ja positiv ist, weil da im Buch kannst du natürlich viel mehr erzählen und viel mehr beschreiben, als ein Film darstellen kann. Ich fand zum Beispiel... Hast du immer 5 Stunden lange Filme. Die Verfilmung von 1984 von George Orwell, das Buch, da fand ich den Film sehr, sehr gut. Besser als das Buch, fand ich. Ich fände das übrigens auch eine ganz spannende Frage an unsere werte Hörerschaft. Ja, richtig. Ja. Schreibt uns doch mal, wo ihr das seht, welcher Film besser war als das Buch. Weil ich mich wenn das okay ist, Erik. Ja, klar. Weil ich mich gerade rumgedreht habe hier zu meinem Bücherregal. Was ich auch sehr gut fand als Verfilmung war Fight Club. Besser als das Buch, würde ich sagen. Ja. Okay, da habe ich das Buch nicht gelesen. Das Buch hat sich ein bisschen verzettelt in den ganzen Sachen. Und der Film ist einfach total stringent. Und im Buch steht wahrscheinlich drin, erste Seite. Über den Fight Club, man spricht nicht über den. Erste Regel ist, man schreibt nicht über den Fight Club. Und dann sind es nur 200 leere Seiten. Warte. Nein? Das kann ich. Ich kann. Wie beginnt denn das Buch? Es war einmal ein Buch. Er beugte sich vor, sein Atem roch nach Whisky, aus der Flasche getrunken. Sein Mund nicht ganz geschlossen, seine blauen Augen nicht mehr als halb offen. In einer Hand ein aufgerolltes Seil, ein altmodisches Hanfseil. Blond wie sein Haar. Gelb wie sein Cowboy-Hut. Ein Cowboy-Seil. Ja, also nee, es fängt nicht an mit Don't Talk About Fight Club. Nee. Ja, also... Okay, es sind schon mal 2 Beispiele, und die du genannt hast. Und wo ich auf jeden Fall den Film sehr gut finde, ist Der Marsianer. Da finde ich den Film auch sehr, sehr gut. Ja, das stimmt allerdings. Das Buch ist auch cool, aber ja. Aber... Also man muss ja sagen, dass bei der Marsianer, ich habe ja auch das Buch gelesen, ich habe das Buch auch als Hörbuch da, ist er natürlich nochmal wissenschaftlich gesehen viel detaillierter, aber die Umsetzung im Film ist fantastisch. Witzig aus das Buch vor allem. Da ist viel mehr der Witz drin. Wenn er ist ein bisschen chattet. Mehr Witz drin, wobei ich finde, das haben sie im Film auch gut gemacht. Chattet und viel mehr... Vielmehr diese popkulturellen Referenzen, wenn er dann irgendwie die Serien schaut und irgendwelche Musik hört und sowas, ist viel mehr drin. Konnte ich viel mehr abfeiern. Genau. Ja, aber ansonsten, also aber im Westen also nichts kann Neues. Kann man auch hier sagen, das Buch ist eigentlich besser. Aber ich sage ja nicht, dass der Film schlecht ist. Also es muss ja nicht, ich meine ja damit nicht, dass der Film ist schlecht, das Buch ist besser, sondern ich meine damit ja auch, das Buch ist besser, aber der Film ist verdammt gut geworden. Ja, was ich zum Beispiel, wo ich das zum Beispiel nicht sagen würde, da hatten wir es letzte Woche schon von Erik, ist Ready Player One. Ready Player One, der Film, ist einfach eine komplett andere Geschichte als das Buch. Das Buch ist weiß ich nicht, 10-fach besser als der Film. Ja. Und dass es nicht umsetzbar ist, das Buch so zu verfilmen, dass es passt, ist klar, weil das Buch ist unglaublich lang, es ist unglaublich detailliert, aber auch hier sind so viele popkulturelle Anspielungen und Gaming-Anspielungen und Film-Anspielungen drin. Das hat der Film nicht mal ansatzweise gebracht. Plus ist die Geschichte anders erzählt. Das ist zum Beispiel, den würde ich jetzt auf die Enttäuschend-Liste setzen, wo der Film einfach enttäuscht hat gegenüber dem Buch. Nur so als Beispiel. Ja, wenn wir einmal beim Thema sind. Im Westen nichts Neues, habe ich ja gelesen, als ich auf dem Gymnasium war. Das war nach der Wende. Vor der Wende hatten wir in der DDR ein ähnliches Buch, das hieß Die Abenteuer des Werner Holt. Da ging es allerdings um einen jungen Mann, der im Zweiten Weltkrieg als Soldat unterwegs war und auch verblendet von der Ideologie in den Krieg gezogen ist. Aber war auf seine Weise auch sehr, sehr gut. Da gab es dann einen zweiten Teil, ein zweites Buch, das war richtig scheiße. Da ist eine nach dem Krieg, wie er dann versucht, nach dem Krieg, das mussten wir dann auch irgendwann lesen.
irgendwie die Rückkehr oder so. Und wie er dann nach dem Krieg wieder zu Hause versucht, Fuß zu fassen und so, und das nicht geklappt hat. Und das war nichts. Das Erste war... Ich mag das. Erik, das mag ich so sehr. Deine so, so schön nette Art. Das ist voll scheiße. Ja, das war echt scheiße. Ja, aber es ist nichts Neues. Also ich würde es auch heute noch im Gymnasium als Lektüre absolut empfehlen, wenn ich das sehe. Die Tabitha, die ist ja jetzt auf dem Gymnasium, die lesen Kabale und Liebe. Ja, what the fuck, ey, was soll ich mit Kabale und Liebe anfangen? Damit hole ich doch niemanden mehr hinterm Ofen vor. Ja, was sollen sie lesen? Nathan ist scheiße oder was? Nathan der Weise, gut, da hast du wenigstens die Ringparabel drin, aber hier im Westen nichts Neues. Das ist doch so aktuell, gerade hier mit irgendwelchen Leuten, die verblendet in den Krieg ziehen und sowas. Ja, und das ist ein richtig gutes Buch. Ja, verstehe ich nicht, dass das nicht gelesen wird. Aber gut, kann jeder entscheiden. Aber ich habe einmal hinter mich gegriffen, wo Fight Club steht, direkt daneben. Das nächste Buch von Chuck Palahniuk, der Fight Club geschrieben hat, frage ich mich bis heute, warum das noch nicht verfilmt wurde. Das heißt Flug 2039. Und das ist so gut. Das ist mindestens genauso gut wie Fight Club. Ey. Ich liebe das Buch. Ja, soll mal endlich jemand verfilmen. Ja, am besten Fincher. Okay, wir kommen mal zu den News hier. Wo habe ich denn den News-Button? Hier. News. Ich hatte ja letzte Woche eine Podcast-Empfehlung. Ich habe heute auch wieder eine. Der Podcast heißt Score Snacks. Und ich werde ihn mal versuchen mit zu verlinken in den Shownotes. In Score Snacks geht es darum, dass Filme analysiert werden basierend auf ihrem Score. Und das wird richtig, richtig gut gemacht. Und da wird... Also war diverse Male, war dort Herr der Ringe Thema, da war natürlich Star Wars irgendwie Thema und so weiter, die üblichen Sachen, die einem einfallen mit Filmscore. Da war natürlich auch Weiße Hai und Psycho. Und wenn man glaubt, das zu kennen, ja, ich kenne den Soundtrack von irgendwie XY von dem Film, hört trotzdem mal diesen Podcast oder die jeweilige Folge zu dem Film an, den ihr mögt. Ihr werdet da noch so viele neue Facetten entdecken, da... Die analysieren das sehr gut im Detail, ist aber alles sehr kurz und knackig und natürlich dadurch, dass es ein öffentlich-rechtlicher Podcast ist, haben die auch ein bisschen finanzielle Mittel zur Verfügung, dass sie auch die echten Scores dort einspielen können und daran erklären sie dann auch, wie das funktioniert und warum es funktioniert, warum das Thema so gewählt wurde und oh, es ist einfach so gut. Ey. Ich hab den jetzt entdeckt letzte Woche. Der ist übrigens vom SWR produziert. SWR Score, SWR 2. SWR 2 Scoresnacks, die Musik deiner Lieblingsfilme heißt das. Es gibt mittlerweile 33 Folgen und ich habe, glaube ich, in der letzten Woche, nachdem ich das entdeckt wurde, habe ich alle durchgehört. Und es ist einfach so Wahnsinn. Dann Sicario, ich lese gerade hier so ein bisschen durch. Das Boot, Dune, Spiel mir das Lied vom Tod, Game of Thrones, Herr der Ringe. Avatar und dann nochmal Herr der Ringe und ach, ey, ist so geil. Also Scoresnacks, die Folgen, ich sehe es hier gerade, die gehen so zwischen 8 und 10 Minuten, also ist nicht so viel. Das ist sehr angenehm. Deswegen sind es auch Snacks, ja. Und da werden eben diese Themen mal auch so eingespielt und manchmal haben ja auch verschiedene Personen verschiedene Themen in den Filmen und da ist halt die Frage, wie die ausgearbeitet sind. Das hat mich zum Beispiel in der Herr der Ringe Folge. Ich dachte, ich kenne Herr der Ringe in- und auswendig, aber was ich da nochmal gehört habe, wie die das gemacht haben mit dem Thema von Sauron, wie das dann am Schluss nochmal wiederkommt und verändert wird und warum das verändert wird, ist einfach der Wahnsinn. Ja, Star Wars sehe ich hier, Kriegsgott Darth Vader, Squid Game haben sie auch analysiert, ist einfach geil. Also unbedingt mal reinhören in Scoresnacks, die Musik deiner Lieblingsfilme. Könnt ihr locker weg. Thema Podcasts habe ich noch eine kurze kleine Frage. Schieß los. War ein wenig entsetzt, als es hieß, es gibt kein Bratwurst und Baklava mehr. Das wird noch weitergehen. Also die haben ja schon... Aber nicht mehr bei 1 Live und es wird jetzt eine Pause sein, bis die das irgendwie... Nicht mehr bei 1 Live kriegen. Als Sponsor wahrscheinlich. Die haben das für eine bestimmte Zeit gekauft gehabt, das Format. Und ja, das wird woanders, wird das weitergehen, denke ich mal, bei irgendeinem anderen. Das wird ein Spotify-Exclusive? Weiß ich das jetzt nicht. Das wär's doch. Keine Ahnung, werden wir sehen. Ich hätte auch noch eine Podcast-Empfehlung, die aber eher sehr kritisch beäugt. Und zwar will da auch gar nicht lang und breit drüber reden, man soll es einfach mal reinhören. Der heißt Beyond Katar. Und da geht es um die WM in Katar und warum man die eigentlich boykottieren sollte.
Und das ist erschreckend, was die auf erzählen und aufgedeckt haben. Ich habe 2 Folgen gehört und ich war fertig mit der Welt. Ich konnte das nicht weiterhören, weil das so schrecklich ist. Und ich werde nicht mal eine Minute dieser WM dieses Jahr schauen. Einfach, weil ich das nicht verantworten kann. Mit meinem Gewissen, dass das überhaupt stattfindet, dieses Turnier, ist ein Verbrechen. Deswegen. Wer das auch kritisch sieht, hört mal in Beyond Qatar rein. Ja. Ja, das ist da auch von denen produziert, die diese, was hatten die noch gemacht? Weiß gar nicht, ich hatte es nämlich in dem Feed von einem anderen Podcast, der abgeschlossen war, kam der Hinweis auf diesen Beyond Qatar Podcast. Also ich bin über Beyond Qatar gestolpert, weil das ist, glaube ich, auch von der Podcast-Bude produziert. Und die machen auch zum Beispiel Starting Grid, mal den Podcast, den ich zum Thema Formel 1 wöchentlich höre. Und da wird es auch immer wieder als Trailer eingespielt und als Empfehlung abgegeben, weil das alles quasi der gleiche Broadcaster oder so ist. Ja. Und das ist, darüber bin ich da gestolpert, den Formel 1 Podcast. Ja. Okay, dann habe ich noch eine Empfehlung. Also ich nutze ja immer noch Winamp, den Podcast-Player, den MP3-Player. Ja, der ist einfach sehr lean. Winamp. Really rips this lover's ass. Genau, wenn ich da eine MP3 hier anklicke bei mir, das geht einfach sofort auf. Ja, das ist nicht wie diese ganzen anderen Player, die dann irgendwie eine riesige UI haben mit irgendwelchen zig Skripten, die da geladen werden. Klickst einfach drauf und ich höre auch viel so Shoutcast-Streams, während ich hier am Rechner sitze, die dann irgendwie privat, wo halt privat irgendwelche Radios gestreamt werden und so, höre ich halt viel. Und ja, jetzt gibt es tatsächlich eine neue Version, nachdem ja Winamp irgendwie seit Jahren und man kann schon fast Jahrzehnten nicht weiterentwickelt wurde und man immer noch hier diese uralte Version hatte, ist tatsächlich jetzt eine neue Version da und ist zum Glück optisch nicht viel verändert, aber unter der Haube wahnsinnig viel geändert und man kann sich natürlich den ganzen Changelog durchlesen auf der Webseite winamp.com und ich werde auch mal das mit verlinken hier, diese Latest Desktop Version, die es davon gibt und ich freue mich sehr, weil ich habe den hier fast immer laufen, wenn ich irgendwie am Computer sitze, da höre ich ja irgendeinen Radio-Stream oder höre meine MP3-Bibliothek durch und ja, mal gucken, wie es da jetzt weitergeht mit Entwicklungen. Ihr nutzt da irgendwas anderes? Mit was hört ihr MP3 oder gar nicht mehr? Ihr hört nur noch Spotify, oder? Nur Spotify, ja. Na, okay. Alles klar, jetzt muss ich hier mal ein bisschen sortieren und wir gehen mal in den Bereich Serien rein. Serien. Kate, was hat's denn mit The Bear auf sich? Da bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst, ehrlich gesagt, weil du hast ja mir erzählt, dass ihr den anguckt, in für Fortsetzung folgt. Ja, ich wusste ja gar nicht, auch mal reingucken. Gar nicht genau, als wir uns unterhalten haben vor der Sneak, habe ich da irgendwas mit einem Bären oder so. Ich wusste gar nicht. Ja, genau. Und ich habe dann auch mal reingeguckt und ich habe erstmal bei IMDb die Beschreibung gelesen und fand die Beschreibung eigentlich ganz interessant und habe dann gedacht, ach komm, jetzt guckst du mal rein. Und dann stellt man halt in der ersten Folge direkt fest, es ist einfach so viel mehr, als die IMDb-Beschreibung sagt. Es geht um einen jungen Koch, der eher so aus der Welt der gehobenen Küche kommt, also aus so Sternekoch-Restaurants und so. Und der kommt zurück nach Chicago, um dort den doch sehr abgeheiferten Sandwichladen seiner Familie zu übernehmen, denn er wurde ihm quasi vererbt von seinem verstorbenen Bruder. Und das ist, diese Küche ist natürlich ganz was anderes als das, was er kennt oder in dem er jetzt gearbeitet und gelernt hat. Er ist unglaublich talentiert, oder wird zumindest immer wieder gesagt, dass er unglaublich talentiert ist und einen krassen Geschmackssinn hat und so. Und kommt dann jetzt halt in diese Sandwichbude, in dieses Team von Mitarbeitern, was sich selbst auch als Familie bezeichnet, die sehr eigen sind und so ihr eigenes Ding haben und ihren eigenen Ablauf haben und sich da auch nicht reinreden lassen wollen. Und da wird schreien sich alle gegenseitig ständig an. Und ich persönlich hätte erstmal alles sauber gemacht von Grund auf und hätte wahrscheinlich auch den einen oder anderen rausgeschmissen, wenn er so mit mir geredet hätte.
Aber er versucht halt, das irgendwie, er will halt niemanden verprellen und die haben alle jahrelang mit seinem Bruder gearbeitet und sein bester Freund ist sauer, dass er den Laden nicht übernehmen durfte, sondern dass das eben jetzt der Bruder machen soll, der Carmen. Fand ich übrigens sehr seltsam, dass der Carmen heißt, weil Carmen ist bei uns in Deutschland ein Mädchenname. Aber ja, Carmi ist sein Spitzname. Und es wird relativ schnell klar, dass bei Carmi auch nicht alles einfach ist. Also der hat ziemliche Probleme, Schlafprobleme. Es kommt dann auch nach und nach in den Folgen raus, dass warum er die Probleme hat, dass diese Kochschule und dieses High Cuisine Kochen nicht unbedingt das Beste für ihn war, weil es halt auch psychisch sehr anstrengend war und weil sein Chefkoch ihn auch immer wieder angeschrien hat und so. Dann die Umstände des Todes seines Bruders, die ihn beschäftigen und er will unbedingt diesen Laden in irgendeiner Weise retten, hat aber Schulden ohne Ende und eben dieses Küchenpersonal, was nicht besonders kooperativ ist. Und ich bin noch nicht durch, ich habe jetzt ein paar Folgen geguckt, ich glaube 4 oder 5 Folgen habe ich jetzt geguckt. Und es ist, ich weiß nicht, es erinnert mich irgendwie an The Naked Chef aus Großbritannien, wobei es da halt hauptsächlich um einen Koch ging, um Jamie Oliver, der jetzt nicht in der großen Küche anfangs gearbeitet hat, aber es wirkt relativ dreckig, es wirkt sehr Chicago-ig, wenn man das so sagen darf, und sehr laut, aber auch teilweise unglaublich lustig. Ob ich jetzt die Serie empfehlen würde, weiß ich nicht. Für mich ist die Serie wie ein Autounfall. Ich kann nicht weggucken. Ich muss weitergucken, weil es schon irgendwo interessant ist. Aber auch irgendwie seltsam. Ich weiß nicht, Erik, wie findest du die Serie? Ja, unglaublich lustig würde ich nicht sagen. Ich wüsste jetzt nicht, was da unglaublich lustig war. Teilweise ist sie schon lustig. Ist halt irgendwie so eine Absurdität, die da, der mal dabei wohnt, weil das alles eigentlich... Das ist wie, wenn du so ein Puzzle hast mit lauter Teilen und die passen alle überhaupt nicht zusammen und versuchst die aber trotzdem irgendwie zusammenzufügen und da irgendwie das Bild, was dann sich ergibt, dieses Puzzle, dieses, was eigentlich gar nicht zusammengehört, das sieht man hier gerade, weil er passt da nicht rein und auch die Leute, die junge Frau, die bei ihm mal Probe arbeiten will, die hat sich wahrscheinlich auch was anderes vorgestellt und ja, jeder von denen hat irgendwie Träume woanders und alles, das war eigentlich alles sehr... sehr kurios und spielt sich ja mehr oder weniger in dem Laden ab, ist ja gar nicht viel außerhalb. Ja. Und das Ganze wirkt sehr authentisch, würde ich mal sagen, mit viel, ja, fast schon Handkamera und sehr, sehr gritty, sehr, sehr grisselig das Bild und fast wie, als hätte da irgendjemand mit einer GoPro da gefilmt oder mit einem Handy oder irgendwas. Ne? Und ja, man wohnt denen halt so bei, wie sie ihre Probleme meistern und ich weiß auch nicht so recht. Ich habe da irgendwie ein paar Folgen geguckt und ich sehe da noch... Bist du schon bei dem Kindergeburtstag gewesen? Nee, ich sehe da noch keinen richtigen roten Faden in dem Ganzen, außer dass er irgendwie versucht, da den Laden zu retten oder so, gegen alle Widrigkeiten. Aber ich weiß nicht, ob das so weit trägt, dass ich jetzt sage, ja, das interessiert mich jetzt. Also ich muss sagen, ab dem Kindergeburtstag ist es sehr, sehr lustig. Okay. Also die Folge mit dem Kindergeburtstag ist, musste ich laut lachen, das ist auch so gut. Ich weiß gar nicht, wie weit ich bin. Irgendwann war da einer vom Gesundheitsamt da, der hat die Bude erstmal zugemacht und wir mussten erstmal was reparieren. Das ist ja, glaube ich, Folge 3, 2 oder 3. Ja, 3 ist schon, kann schon sein, ich, dass ich so weit bin. Ja. Ansonsten cool produziert und die Darsteller sind auch sehr überzeugend alle. Also bis in die kleinen Nebenrollen, das passt irgendwie alles sehr gut zusammen. Ja. Aber sonst weiß ich noch nicht so recht, was ich davon halten soll. Das ist das, was ich meine. Ich weiß es auch nicht, aber ich will weiter gucken. Es ist einfach wie ein Autounfall. Du kannst nicht weggucken. Ja. Ich werde die zu Ende gucken. Also es ist jetzt keine Serie, die dich komplett in den Bann reißt oder wo du denkst, oh, das kann ich angucken und dann habe ich richtig tolle Kochideen und so. Und ich liebe ja Kochshows. Ich gucke ja Masterchef und keine Ahnung und koche dann nebenbei und so. Und bin ja auch ein Jamie Oliver-Fan, der ja auch so in so kleinen Läden angefangen hat zu lernen und so. Aber das ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, du lernst in der Serie was. Ja, im Gegenteil, es ist einfach ein Einblick in eine total verkorkste Küche. Und einer will versuchen, das irgendwie hinzukriegen, aber er hat selber Riesenprobleme, die er mit sich rumträgt. Und
trotzdem guckst du weiter, weil es einfach so absurd cool gemacht ist. Wie du schon sagst, mit diesem, man hat das Gefühl, es ist mit einer Handkamera gedreht oder zumindest, also nicht unbedingt mit einer Handkamera, aber vielleicht mit einer GoPro oder ähnlichem, ja, schon auf Stativ, aber eben trotzdem in einer relativ geringeren Qualität als jetzt eine richtige Profikamera, ne? Aber genau das ist es, glaube ich, genau das ist gewollt. Dass es so einen dreckigen und schlecht gedrehten Eindruck hat, weil es es einfach authentischer macht. Ja. Aber ja, also ich kann nicht, ich werde es zu Ende gucken, weil ich nicht aufhören kann. Das ist irgendwie seltsam. Gut, so, und jetzt müsst ihr mir mal ein bisschen Lust machen auf Tales of the Jedi, dass ich da beim nächsten Mal in die Mitte auf meiner Fernbedienung drücke und es startet. Weil ich habe gesehen, dass. Ich glaube, da muss ich gar nicht so viel Lust machen, weil es sind 6 Folgen, die nicht länger wie 20 Minuten gehen. Es ist super knackig, es ist super schön erzählt. Es sind je 3 Folgen zu Ahsoka Tano und 3 Folgen zu Count Dooku. Es sind verschiedene Szenarien aus dem Star Wars-Universum, die vor der Originaltrilogie spielen, während der Originaltrilogie spielen, vor Episode 1, 2, 3 spielen, vor, während, danach, wo viele Fragen beantwortet werden, wo neue Charaktere auch nochmal oder Randcharaktere auch nochmal beleuchtet werden, wo Verbindungen hergestellt werden, wo innerhalb kürzester Zeit streckenweise extrem gut eingefangen wird, wie sich Wege entwickeln, wie Sachen sind. Es ist super toll animiert. Es ist nochmal von der Animation her nochmal einen Schritt weiter wie Bad Batch und das Ende von Clone Wars, was für mich immer noch eine der besten Sachen ist, was im Star Wars Universum je rauskam. Und deswegen kann ich es als Ergänzung uneingeschränkt empfehlen, diese 6 Folgen von Tales of the Jedi. Ich möchte gar nicht so viel verraten, ich möchte gar nicht auf die Thematik eingehen. Wie gesagt, es gibt verschiedene Abschnitte zu diesen beiden Charakteren, die da im Fokus stehen. Es gibt Gastauftritte, in Anführungszeichen, die auch sehr, sehr cool sind. Und ich finde es eine prima Ergänzung und ich hoffe inständig darauf, dass es davon tatsächlich noch weitere Folgen gibt zu anderen Charakteren auch. Und zwar unbedingt. Kate, wie siehst du es? Ganz genau so. Das sind so richtig schöne, kleine Mini-Stories, die in den ganzen Handlungsstrang um Star Wars mit reinpacken. Das sind vom Charme her ist es ein bisschen wie diese Filme, die so zwischen den Episoden jetzt gedreht werden und gezeigt werden, aber halt in Mini-Format. Das ist einfach, wir hüpfen einfach kurz in diese Situation rein, begleiten die Situation und gehen wieder raus. Und in der nächsten Folge sind wir, weiß ich nicht, 10 Jahre später. Ja, und haben wieder eine kleine Situation, die wir mit reinhüpfen, wo wir einfach mit auf ein kleines Abenteuer gehen und wieder mit raushüpfen. Und das, also es gibt eine Folge, da sind 2 Jedi-Ritter unterwegs und die sind halt jung, als junge Charaktere dargestellt. Und wir kennen die aus den Filmen zum Beispiel nur als Erwachsene. Und es wird nicht einmal die Namen der Charaktere genannt. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, wer ist das? Ist das der? Ist das der? Und dann nimmt der eine das Lichtschwert raus und der kriegt, das ist doch der und der. Aber der Name wird nie gesagt, sondern erst später, als er dann wieder auftaucht, wird er dann mal beim Namen genannt. Und das fand ich total faszinierend, dass wir da einfach rumgerätselt haben. Und wenn du dann, als du dann wusstest, wer er ist, also wen er als junger Mann darstellen soll, hast du es gesehen. Ja, man hat es dann direkt erkannt. Ja, so, ach ja, klar, die Nasenpartie wurde so extra so dargestellt und keine Ahnung, ne? Aber wenn du die halt nur als, sagen wir mal, ältere Männer oder ältere Charaktere kennst, fand ich das total faszinierend, die als junge, animierte oder comicartig dargestellte Personen dazu sehen. Und noch auch in einer anderen Mentalität, die sie damals dann noch hatten. Also wir haben das in einem Tag durchgeguckt. Ja. Morgens die eine Hälfte, wirklich, abends ja. Die andere Hälfte. Und wir waren dann so, wie jetzt schon aus? Alle 6 Folgen, das war die letzte. Oh, schade. Und es war einfach knuffig. Also hat mir richtig gut gefallen. Ja. Wirklich richtig gut. Also unbedingt, Erik, unbedingt reinschauen. Gut, da gucke ich doch mal rein. Ja, guck mal rein. Ja. Ist wirklich gut. Super. Vor allem die erste Folge finde ich richtig sweet auch. Die ist auch echt süß. Ja. Ja. In Deutschland, Disney Plus, Platz 1. Aktuell beim Streaming Star Wars Andor. Ja. Platz 3. Sollen wir auch noch kurz 2 Worte drüber verlieren?
Platz 3. Die neue Folge ist ja der Wahnsinn. Nochmal, Platz 3, Tales of the Jedi, was ihr gerade erzählt habt. Ja. Was ist wohl auf Platz 2? Hokus Pokus 2. Serien. Serien? Die Ringe Scrubs. Der Macht? Nee, Disney Plus ist nicht die Ringe der Macht. Ach so. Ich verrat's euch, Grey's Anatomy. The Bear? Grey's Anatomy. Ach, ist Grey's Anatomy. Ach stimmt, ich glaube, die haben ja die neue Staffel rausgebracht, ne? Ja. Ah, genau. Die haben auch die Kardashians, ist auf Platz 7. Die ist jetzt auch auf Disney Plus. Na gut, okay. Sind wir ja soweit durch heute. Meine andere Serie hier, The Frenchman, das mache ich das nächste Mal, sonst wird es zu lange heute. Gehen wir gleich mal zu den Musiktipps für unsere Playlist. Music. Passend zum Film Call Jane, ungefähr aus der Zeit The Who mit Behind Blue Eyes. Chris, was hast du? Ich habe vom Das Lumpenpack einen Song, der für mich... ja, den musste ich nehmen, den hatte ich zuerst. Für mich einer der besten Songs, die dieses Jahr rausgekommen sind. Er hat den schönen Titel Kann es sein, dass du dumm bist? Gibt's ihn auf Spotify? Den gibt's auf Spotify seit diesem Freitag. Und ich möchte nichts sagen, aber wir haben überlegt, diesen Song zum Beispiel vor einer GLK schon zu spielen. Okay, so, ist drin. Dann nehme ich halt meine Alternative und zwar nehme ich Stand Atlantic mit Death Wish. Kannst du es mal bitte eintragen? Weil ich weiß ja, nicht, bin schon dabei. Achso, okay. So, muss mal gucken, nicht, dass der schon drin ist. Die anderen zwei habe ich drauf. Nee, ich glaube, Death Wish ist noch nicht drin. Death Wish. Death Wish und wie war die Band? Stand Atlantic. Stand Atlantic. Okay, ich habe es gefunden. 2 Minuten 27, ist ja ein kurzes Song. Ja, ist ein kurzer Song. So, ist schon da. Sag ich doch. Dann halt Lavender Bones. Der ist auch schon da. Der ist auch gut. Nein! Was, Lavender? Du kannst doch nicht alle Stand Atlantic Songs für dich buchen. Hallo, wie schreibt sich das? Lavender Bones. Lavender Bones. Stand Atlantic. Ja, und hier. Bones. Zur Playlist hinzufügen. Der ist noch nicht da, okay. Der ist jetzt drauf, ne? Gibt auch noch Lavender Skies von Bones. Lavender Skies von Bones. Geht nur 58 Sekunden, was ist da los? Wahrscheinlich nur so ein Interlude oder sowas. Na gut, haben wir drauf. Liebe Hörer, ihr könnt das abonnieren über unsere KinoCast Songs Playlist auf Spotify. Dann sind jetzt mittlerweile schon einige Songs drauf. Habt ihr eine bunte Mischung aus allen Richtungen. Vielen Dank an alle, die 414 Songs, 27 Stunden und eine Minute. Also, da könnt ihr quasi durchhören bis zur nächsten Folge KinoCast. Ungefähr. Wenn ihr noch ein bisschen Schlafen abzieht. Dann. Okay, vielen Dank an alle, die den Podcast teilen, die weitersagen, dass es uns gibt, die Podcast empfehlen irgendwo, was wir alles nicht ganz so mitkriegen. Es sei denn, ihr teilt es irgendwo, zum Beispiel auf Twitter, Facebook, sonst wo und verlinkt uns dann kriegen wir es mit. Danke an alle, die uns auf Patreon unterstützen, die uns bei Auphonic unterstützen. Fühlt euch geliebt und vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Dann bis morgen in der Sneak Preview. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. Der KinoCast.